Der neue EU-Bus hat auf der Linie 5 Richtung Grödigfahrt aufgenommen. Die Salzburger fördert junge Skitalente. Und was ist neu im Jahr 2020 in der Salzburger? Das sind die Themen. Willkommen bei Salzburg AG aktuell. Die Gemeinde Grödig ist mit dem O-Busnetz der Stadt Salzburg verbunden. Dafür wurde die Linie 5 verlängert. Mit brandneuen E-O-Bussen kann die Strecke von der ehemaligen Endstation des Fünfers in Gneis bis zur Untersbergseilbahn in St. Leonhard ohne Oberleitung befahren werden. Seit September werden die neuen EU-Busse aus der Schweiz getestet und seit dem Fahrplanwechsel kurz vor Weihnachten sind sie im Regelbetrieb. Alle 20 Minuten geht es jetzt mit dem EU-Bus durchs Grödiger Zentrum bis zur Talstation der Untersbergbahn. Und es ist, glaube ich, ein tolles Angebot für unsere Bürger, dass man auf direkten Wege in die Stadt kommen kann. Aber auch für die Bürger, die was in der Stadt leben und in Grödig arbeiten, ist es natürlich auch ein tolles Angebot. Und wir haben in der Gemeinde Grödig ja Förderungen beschlossen, wo es um 1 Euro mal in die Stadt fahren kann, wo man die Jahreskarte mit 125 Euro fördert, wo man die Super School Card mit 50% fördern. Und mit diesen Aktionen gemeinsam mit dem Ausbau der Linie 5 wollen wir natürlich da die Bürger bewegen, dass sie umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr. 35.000 dieser 1-Euro-Tickets wurden bereits verkauft. Die Grödiger nehmen das Angebot offenbar an. Die neue Buslinie soll nur der erste Schritt in einer neuen Verkehrspolitik sein, nicht nur für Grödig. Wir haben da gemeinsam mit dem Land und auch mit den anderen Umlandgemeinden ja viel vor. Wir wollen ja genau dieses Expresslinien-Netz eigentlich noch viel weiter hinaus. Aber Grödig ist absolut ein erster Meilenstein in diese Richtung, dass man nicht mehr nur denkt bis zur Grenze, sondern darüber hinaus. Keine Frage, dieses Projekt kann absolut auch auf andere Gemeinden weitergedacht werden. 11 EU-Busse sind bereits im Einsatz, im Februar werden 4 weitere geliefert. Technisch fährt der Fünfer bis zur alten Endstation mit Strom von der Oberleitung. Jeder zweite Bus klinkt sich dort aus und fährt mit Batterie weiter. Für mich ist es eine völlige Zukunftstechnologie, die aber auch schon in Erprobung ist. Das heißt also, wir sind hier sehr sicher unterwegs. Ich sehe es auch als eine Notwendigkeit, hier mit Bussen ohne Leitungen zu fahren, weil wir hier viel flexibler sind. Es funktioniert so, dass der Bus unter der Leitung die Batterie auflädt und dann in diesem Fall 4,2 Kilometer dann ohne Leitung, also nur im Batteriebetrieb fahren kann und dann auch wieder zurück. In Summe sind es also 8,4 Kilometer. 8,4 Kilometer mit Batterie sollen sinnbildlich stehen für die neuen Töne in der Verkehrspolitik. Seit über 15 Jahren ist die Salzburger unterstützendes Mitglied des Salzburger Landesskiverbandes. In der Talenteschmiede werden junge Sportler von morgen trainiert, bis sie hoffentlich zu echten Skistars heranwachsen. Eine der Hoffnungsträgerinnen ist die 15-jährige Viktoria Bürgler aus Dernten. Skifahren ist meine Leidenschaft und klar mag ich das zum Beruf machen, sonst würde ich nicht jeden Tag auf der Skipiste stehen. Und mein größtes Ziel ist natürlich, Olympiasiegerin zu werden. Und ich glaube, von dem träumt jeder, aber es ist noch ein weiter Weg. Im Mitte Dezember haben wir die ersten Rennen, das sind so österreichische Testläufe. Da ist das Ziel halt, so gut mein bestes Skifahren zu zeigen, um nachher sie für die internationalen Rennen zu qualifizieren. Da habe ich halt dann schon große Ziele, so wie gewinnen oder am Podium zu stehen. Und Ende der Saison ist halt dann ÖSV das große Ziel. Um sich ihren Traum zu erfüllen, muss Viktoria viel Zeit und Kraft investieren. Ein großer Wille und viel Ehrgeiz muss auf jeden Fall mitgebracht werden, denn den Athletinnen und Athleten wird viel abverlangt. Für ein heute habe ich keine Lust, ist kein Platz. Die Hoffnungsträger vom Schülerbereich außer von uns heuer sind sicher einmal bei den Dirndln Bürgler Viktoria, die letzten Jahre schon gezeigt hat, dass in ihrem Jahrgang die stärkste in Österreich ist und auch international schon ein paar schöne Erfolge gehabt hat. Und Gott sei Dank sind doch ein paar andere auch noch, die da nicht so weit von ihr weg sind. Man sieht es bei den Trainingsergebnissen, dass die wirklich sehr schnell ist, aber dass auch andere nicht so weit weg sind und wir hoffen auf eine gute Saison. Der Skirennsport ist ein Sport für Einzelkämpfer. Man muss alleine die Leistung erbringen und kann sich nur auf sich selbst verlassen. Es gibt Tage, wo man nervöser ist wie die anderen, weil zum Beispiel im Training vorher nichts geklappt hat.
Darum muss man halt immer an die positiven Dinge denken, zum Beispiel immer an die guten Trainingsläufe, sie zurückerinnern und nicht immer nur an die schlechten Sachen denken. Als vielversprechendes Nachwuchstalent gewann Viktoria schon zahlreiche Rennen. Ein persönliches Highlight war der Sieg der österreichischen Meisterschaft 2018. Der Aufsichtsrat der Salzburg AG hat für das Jahr 2020 das höchste Investitionsbudget der Unternehmensgeschichte freigegeben. Die Salzburg AG investiert heuer fast 170 Millionen Euro in die weitere Modernisierung von Salzburgs Infrastruktur und damit um ein Fünftel mehr als noch im letzten Jahr. Vorstandssprecher der Salzburg AG Leonhard Schitter in unserer neuen Rubrik nachgefragt dazu. Wir investieren in zwei große Bereiche, Themenschwerpunkte, erneuerbare Energieerzeugung, auch Klimaschutzmaßnahmen sind hier drinnen. Und der zweite Bereich ist der Ausbau der Telekommunikation, Internet, superschnelles Internet. Mit knapp 170 Millionen Investitionsbudget ist es das höchste und das größte Investitionsbudget der Unternehmensgeschichte, weil wir aber ganz bewusst am Weg zu einem Technologieunternehmen Schwerpunkte setzen wollen und Schwerpunkte setzen müssen. Das tun wir im Bereich der erneuerbaren Energien, das tun wir im Bereich Telekommunikation und Internet. Und wir schaffen es damit auch, und das ist ja das Ziel, unseren Kunden die besten Produkte, die nachhaltigsten Produkte anbieten zu können. Auf diesem Weg zum technologieführenden Unternehmen haben wir drei sehr große Schwerpunkte für nächstes Jahr. Der massive Ausbau der Digitalisierung bzw. der Telekommunikation. Das heißt, wir investieren auch nächstes Jahr 32 Millionen Euro in den Glasfaser- und Lichtwellenleiterausbau. Zweitens, wir investieren sehr, sehr stark in die Sicherheit der Netze, weil wir die Versorgungssicherheit für alle Salzburgerinnen und Salzburger sicherstellen müssen. Strom, Wasser, Gas, Fernwärme und der dritte Bereich, ein sehr wesentlicher Bereich, Ausbau der erneuerbaren Erzeugungsanlagen, zum Beispiel Wasserkraftwerk Rotgülden im Lungau, Ökostrom 100% klimaneutral. Als starker innovativer Arbeitgeber in Stadt und Land bietet die Salzburg vielfältige Jobs in spannenden Zukunftsbereichen an. Unter insgesamt 83 Nominierungen wurde die Salzburg in der Kategorie Arbeitgeberpositionierung mit Silber beim Employer Branding Award ausgezeichnet. Das war Salzburg AG aktuell. Jetzt gleich im Anschluss nehmen wir Sie mit auf eine Reise zum Salzburgring, wo E-Mobilität in Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielt.